Johoho, da sind wir wieder. Und ich möchte nochmal zu Hotimoti. Wenn es sein muss, schneiden wir die da jetzt raus. Aber irgendwie müssen wir da jetzt die von ihrem scheiß Bettlaken kriegen. Weil wenn wir die nämlich von ihrem Bettlaken wegkriegen... Da kommt der nächste Ausgang. Genau. Dann kommt nämlich sofort... Und beziehungsweise wir kriegen sie von ihrem Bettlaken, machen es dreckig. Mit Chips oder Ketchup oder Senf oder Cornflakes, mir egal. Und dann kommt sofort das Reinigungsteam und wirft es in den Keller. Und dann können wir mit dem Lift nämlich in den Keller und können uns auf das Laken fallen lassen. Auf dieses 5 mm dicke Laken. Und dann brechen wir uns nicht mehr alle Knochen. Das ist der Plan. Mal gucken, ob er klappt. Oh, sie sind schon weg. Interessant. Ob wir sie jemals wiedersehen werden? Das schwule Paar. Okay, Ketchup. Geil. Senf. Geil. Chips. Im Bett darf man aber keine Chips essen. Ja, und jetzt? Kommt jetzt nicht das Reinigungsteam? Dann gehen wir mal ganz raus aus dem Bild und gehen nochmal wieder zurück. Laken immer noch da. Ist das Laken noch schmutzig? Hey, die Betten wurden ja gar nicht gemacht. Ich muss wohl härtere Geschütze auffahren. Härtere Geschütze auffahren. Härtere Geschütze auffahren. Cornflakes? Noch mehr Ketchup? Nee. Was denn noch? Was denn noch? Benutze. Cornflakes. Nee. Und dazu noch die... Nimm es selbst mit. Mir fallen zwar tausend Möglichkeiten ein, wie ich die einsetzen könnte, aber sie ist einfach zu sperrig, um sie die ganze Zeit mit mir herumzuschleppen. Ansehen. Das ist mit Abstand das weicheste Bett, das ich je gesehen habe. Benutze es. Ich darf nicht meinen niederen Trieben nachgeben. Was für niedere Triebe in einem Bett? Edna? Ach, sie meint wahrscheinlich schlafen. Okay, wir riskieren es einfach mal und fahren einfach mal Lüft. Vielleicht ist es das Laken dann da. Und los geht's. Dumm, dumm, dumm. Dumm. Da kommt der nächste Ausgang. Uiuiui, Bettlaken. Cool. Hat geklappt. Nice. Kleiderbügel. Oh, geil. Ich kann Kleiderbügel nehmen. Geil. Ich kann den Kleiderbügel nehmen. Ich sagte geil. Ich kann den Kleiderbügel nehmen. Kleiderbügel Nummer 1. Nice. Moment. Kleiderbügel Nummer 1 hatte doch Herr Mantel. Aber Herr Mantel hatte doch Kleiderbügel Nummer 1 schon im Lift. Und trotzdem hing er hier unten. Eigenartiger Fehler. Auf jeden Fall ein Fehler in der Matrix. Oh, Herr Mantel ist in der Waschmaschine. Red nur mit Herrn Mantel. Herr Mantel? Er hört mich nicht. Er ist noch nicht sauber. Ich schalte mal in den Schleudergang. Das ist ja Herr Mantel. Kannst du da ein bisschen Ketchup reinfüllen? Boah, Ketchup. Oh, nimm es weg. Nimm es weg. Du brauchst keine Angst zu haben. Das ist bloß Ketchup. Böser Ketchup! Böser Hobbit! Macht böse Flecken! Aha! Dann nehmen wir Senf. Ja, nimm es weg! Nimm es weg! Du brauchst keine Angst zu haben. Das ist bloß Senf! Böser Senf! Böser Hobbit! Macht böse Flecken! Okay. Interessanter Typ. Aber wir können jetzt hier hoch.
Geh zu hoch. Nice, Edna. Das kannst du gut. Ah, wir sind wieder hier. Okay, wo fangen wir an? Ich weiß, wo wir anfangen. Glaube ich. Genau, wir gehen jetzt erstmal zu Blase. Erstmal zu Blase. Dann zu Dr. Marcel nochmal ins Büro. Wow. Erstmal zu Blase. So, welche Monitore sind jetzt alle an? Alle. Schlecht. Achso, der muss aus. Okay, der Aufenthaltsraum muss aus. Was ist das denn hier? Das, ah, das ist der Raum. Okay, der muss aus. Und die Bar muss aus. Die Bar muss aus. Der Lift muss aus. Und der Aufenthaltsraum muss aus. Dann haben wir Blase soweit, dass da weh... Nee, gar nicht. Die Bar muss anbleiben. Es ist nur der und der, der aus müssen. Dann haben wir hier ein W und ein C. Also, Lift und Aufenthaltsraum. Lift und Aufenthaltsraum. Lift und Aufenthaltsraum. Denken. Nice. Und hier auch nochmal. Yes, hat er verdient. So. Schublade, jetzt mach nochmal die Schublade auf, bitte. Liebe es. Was habe ich jetzt gemacht? Okay. Schublade. Zu. Das macht mich rasend. Kriegen wir die jetzt irgendwie auf mit unseren 20.900 Utensilien? Messer. Man schlägt mir erstmal ein Messer vor. Weil zufälligerweise einfach mal die Maus drauf ist. Ach komm, wir nehmen einfach mal das Messer und benutzen es mit der Schublade. Was soll's? Damit komme ich in den Spalt zwischen Kommode und Schublade. Oh. Etwas Glück? Na, wer sagt's denn? Oh, es ist offen. Dann siehst du doch mal an. Es ist ein alter Schlüssel in der Schublade. Den nehme ich lieber mit. Ja, besser ist es. Wenn Dr. Marcel ihn in einer verschlossenen Schublade aufbewahrt, muss der wohl wichtig sein. Nimm mal den Schlüssel mit. Ich habe auch schon eine Idee, wo der passen wird. Die funkeln so schön. Wären sie nur nicht weggeschlossen? Na, dann nimm mal den Schlüssel. Den Schlüssel da. Das ist nicht der Schlüssel für das Pokalschränkchen. Das ist schlecht. Aber wo passt er dann? Das ist schlecht. Okay. Kann ich vielleicht Dr. Marcells Unterschrift lernen? Darauf hat schon wer unterschrieben. Ich brauche nämlich Dr. Marcells Unterschrift für das Formular. Ist ja auch noch so eine Sache. Aber okay, gut. Wir haben hier schon mal was. Aber wir konnten nicht den Pokal. Ich wollte eigentlich wegen dem Pokal jetzt so zu ihm. Was hat doch nicht geklappt. Hätte ja sein können. Gut. Für die Tür nämlich. Das wär's jetzt. Benutze alter Schlüssel mit Tür. Mal sehen. Hat geklappt. Das hat geklappt? Ich bin voll gespannt.
Boah. Wow. Krass. Warum bewegen sich die Augen? Krasser Raum, Alter. Ohne Spaß. Ey. Der Typ war schon ein bisschen strange, ne? Alfred war sehr ungeschickt mit diesem Drachen. Die Briefkastenfresse war insgesamt sehr ungeschickt. Briefkastenfresse. Alfred hatte dieses tolle Fahrrad von seinem Vater bekommen. Ich hatte nur eins vom Sperrmüll. Wenn ich einen Abdruck von Dr. Marcells Kniescheibe bräuchte... Zum Glück war da keine Sprachdatei. Alter Finne. Porträturne. Und da soll der ganze Alfred drin sein? Der Mensch besteht zu 90% aus Wasser, Edna. Und eingedenk Alfreds Kopf erhöhe ich auf 98%. Ansehen, Porträt. Ich kann mich vage an Alfred erinnern. Zugegeben, er war ein schrecklich nerviger Dummbeutel. Aber dass er jetzt tot sein soll? Edna? Edna? Der Typ war ein Kotzbrocken, Edna. Ich weiß. Er war ein Ekel. Ich weiß. Er war nicht auszustehen. Ein Idiot. Ein Popanz. Ein pickliges Magengeschwür. Eine Eiterbeule. Ein Dummbrot. Vollpfosten. Arschnase. Tranbacke. Kacktüten, Hirnkummer, schwanzäugiger Kotfressen, Vollhonko. Edna! Ich vermisse ihn. Ich weiß. Dr. Marcel wird dafür bezahlen. Du meinst, er hat damit was zu tun? Sieh dich um. Es ist offensichtlich, dass der Typ gestört ist. Irgendwo in meinem Hirn ist die Info versteckt, was damals wirklich passiert ist. Darum will Dr. Marcel meine Erinnerung löschen. Und dann schiebt er es auch noch meinem Vater in die Schuhe. Wir finden das fehlende Puzzlestück, Edna. Ich verspreche es dir. Oh ja, jetzt will ich erst recht das vermisste Puzzlestück finden. Okay, wir sehen uns weiter um. Mummelglas. Hey, die Hälfte davon gehört mir. Das ist ja Putzi. Harvey konnte Putzi nie leiden. Putzi muss Harvey töten. Putzi muss Harvey vernichten. Ach ja, immer noch der alte Putzi. Warte, wir benutzen Harvey nochmal mit Putzi? Sieh doch nur, Harvey. Der gute alte Putzi. Oh. Wie lieb die beiden spielen. Fast wie früher. Ach, wie niedlich. Okay, sehen wir uns jetzt nochmal das Hausaufgabenbuch an. Das ist Alfreds Hausaufgabenbuch. Alfred war ein richtiger Streber. Und er hat mich nie abgucken lassen. Was steht denn da auf den Rand gekritzelt? Mathis Konrad? Das ist doch der Name meines Vaters. Aber es ist nicht die Handschrift meines Vaters. Auch wenn sich da jemand offensichtlich alle Mühe gegeben hat, sie zu kopieren. Moment mal, das ist meine Handschrift. Das kapiere ich nicht. Warum unterschreibe ich im Namen meines Vaters auf Alfreds Hausaufgabenheft? Harvey? Weißt du was darüber? Oh ja. Ich erinnere mich sehr gut an diesen Tag. An diesem Tag habe ich dir beigebracht, wie man Unterschriften fälscht. Hey! Wird das wieder so eine Vergangenheits-Morphin-Geschichte? Los, bring mir das bei. Nein. Niemand hat das Recht, Erinnerungen zu zerstören. Und was ist mit Erinnerung einen Bart malen? Nein. Okay. Harvey, bring mir das bei. Erinnerst du dich hieran, Harvey? Ja, daran erinnere ich mich tatsächlich. Alfred und du hattet gemeinsam Privatunterricht bei Herrn Hornbusch. Der Unterricht beim alten Hornbusch war kotzlangweilig. Und während Alfred brav mitgearbeitet hat, habe ich dir beigebracht, wie man Unterschriften fälscht. Meinst du, wir können dahin zurück, damit ich die Fähigkeit wieder erlerne? Ich denke, das geht klar. Tempo morphen. Bist du bereit? Yeah, komm. Ich vermorfe mich in Tempo, morphe mich in die Vergangenheit. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge. jetzt habe ich euch genatzt, oder? Also, bis nächste Folge. Tüdelü.